dass ich dich verstehe. Du denkst, das Leben mit den Mädels macht dich unmännlich? Also verbringen wir ein Wochenende in extremer Wildnis, sodass wir zu Steaks werden? Oh, na dran. Also, ab jetzt wird es richtig extrem. Aber sicher doch. Na. Warte, meine Väter wollen, dass ich in Sichtweite bleibe. Das soll eine echt gute Frühstückspension sein. Clyde, wie sollen wir denn härter werden, wenn deine Väter uns beaufsichtigen? Aber sie wollten uns ein paar Willkommensplätzchen bringen, die man hier kriegt. Also, dieser Platz sieht perfekt aus. Aber da steht deutlich, Camping verboten. Extreme Gefahr. Ganz genau. Extrem. Unser erster Tagesordnungspunkt, ein Unterschlupf bauen. Meine Dads hatten das bei ihrer letzten Safari dabei. Es hat eine eigene Veranda. Harte Jungs schlafen nicht auf Verandas, Clyde. Sie bauen sich was Eigenes. Was für eine Pracht. Also für Männer ist das ein Klacks. Wie wär's, wenn wir uns was zu beißen auftreiben? Kein Ding. Meine Dads haben was vorbereitet. Mangold-Frittata. Vergiss die Frittata, Clyde. Harte Jungs essen Bohnen. Dachtest du an ein Chili oder eher an ein Cassoulet? Mmh. Echt gut, was? Wirklich lecker. Ich glaube, den Rest spare ich für später. Ja, fürs Frühstück oder für nie. Lass uns jetzt keine Zeit vergeuden. Kümmern wir uns lieber um das Lagerfeuer. Da habe ich das Richtige. Dieses Baby hat LED-Lichter, Seidenflammen und realistische Knistergeräusche. Clyde, harte Jungs machen echtes Feuer. Richtig harte Jungs brauchen gar kein Feuer. Sie trotzen den Elementen. Entschuldigung, das sind die Bohnen. Oder der Verlust des Gefühls hüpft abwärts. Du musst dich dafür nicht entschuldigen, Clyde. Harte Jungs lassen alles raus. Ja, tja, wenn das so ist. Diese extreme Männlichkeit macht mich echt total fertig. Und welchen Härtegrad willst du? Wir brauchen das nicht. Der Boden ist unsere Matratze. Oh, also extra hart. Wir sind harte Jungs, keine wilden Tiere. Ich bin wirklich froh, dass wir hier sind, Clyde. Hier draußen im Wald, weit weg von den Mädchen, fühle ich mich langsam wie ein echter Mann. Ich auch. Oh, haha. Oh, ich glaube, ich weiß, wie ich warm bleib. Ja, nichts ist schöner als aufzuwachen. Wasser! Wir sind im Wasser! Ja! Wie ist das passiert? Ja! Paddeln! Hey, das ist unser Unterschlupf. Er bildet einen Damm. Ja! Wir sind gerettet. Und nur weil wir unseren eigenen Unterschlupf gebaut haben, wie harte... Lincoln! Bist du okay? Alles gut. Ich lieg auf einem kuschelig weichen Stein. Kein Stein, ein Elch! Ja! Nichts, womit zwei Typen wie wir nicht klarkommen. Stimmt's, Clyde? Clyde, bist du okay? Alles gut. Ich lieg auf einem kuschelig weichen Stein. Nein, kein Stein. Ein Bienenstock. Das ist immer noch nichts, womit zwei harte Jungs wie wir nicht klarkommen. Wenigstens regnet's nicht. Mehr hast du nicht drauf. Lincoln, ich weiß, das klingt wahrscheinlich uncool für einen harten Kerl wie dich, aber ich bin hungrig und nass. Mir ist kalt. Und ich wünschte, ich wäre bei meinen Vätern in der Pension und hätte was Warmes im Bauch. Ich ja auch. Ich hab mir was vorgemacht, Clyde. Ich bin kein harter Kerl. Nach all den Jahren zwischen all den Frauen ist es zu spät für mich. Wenn es dir nichts ausmacht, lege ich mich jetzt auf diesen kuscheligen, weichen Stein. Kein Stein! Ein Bär! Clyde, stell dich tot! Was
alles? Meine Anlage, Bruder. Wir proben heute. Und wer ist das? Das ist mein Roadie Chunk. Nein, 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 nein. Er ist nicht Teil des Plans. Du, Tschüssi. Ich mach das schon. Danke, Bro. Mission abgeschlossen. Und wir sind sogar 10 Minuten zu früh. Eine Lauthaus-Premiere. Nicht schlecht. Auf geht's. Ich werde Witze erzählen. Knapp. Ah! Nein! All die Arbeit. Umsonst. Warum bin ich nur so ein Blödmann? Warum? 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 Wenn du mit deiner Jammerparty fertig bist, können wir dir ja helfen. Ja, 11 Köpfe sind besser als einer. Versuch deinen nicht zu verlieren. Ja, es wird alles gut, Bro. Alles easy. Echt jetzt? Ihr wollt helfen? Das macht man in Familien so. Aber in 10 Minuten soll ich mein Referat halten und das Ding ist hinüber. Da könnt ihr auch nichts tun. Tja, wie ihr seht, ist meine Familie echt eine Herausforderung. Aber ich weiß, wenn es wirklich drauf ankommt, sind meine Schwestern ohne Wenn und Aber für mich da. Und zwar alle. Das Leben im Lauthaus kann man mit einem Wort zusammenfassen. Chaos. Aber ich liebe dieses Chaos. Und ich würde es niemals eintauschen. Das war ein fantastisches Referat, Lincoln. Dafür bekommst du eine 1. Sagen wir eine 1-. Einmal drauf. Lenny, ich glaube, du bist bereit für das nächste Level. Denk an das, was wir geübt haben. Go, go, Stiefel. Weißer Schuh! Oh, Go-Go-Stiefel! Oh nein! Lenny! Oh, Vorsicht! Schokoseite! Ja. 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 Ich kann es! Die blöden Jaggins! Wo sind die eigentlich alle? Lynn! Ich warte immer noch auf meine Pediküre! Jo, Bagger! Ja! So leicht gebe ich die Autoschlüssel nicht aus der Hand. Nacht, Lenny. Du wirst das morgen ganz toll machen. Nacht, Lincoln. Nacht, Laurie. Klick gestellt. Guck niemals in den Rückspiegel. Mach stets Bemerkungen über das Gesicht deines Fahrlehrers. In Amerika fahren wir auf der linken Straßenseite. Ach, da bist du ja. Sollte ich dich nicht in den Comicladen fahren? Und Lavendeltücher. Nicht vergessen. Nein, danke. Ich werde warten, bis Lenny von ihrer Fahrprüfung zurück ist. Mit ihrem Führerschein. Pff, als ob sie bestehen würde. Und jetzt mach endlich die Wäsche. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie bestehen wird. Nein, wird sie nicht. Dafür habe ich gesorgt, Brüderchen. Wie? Was? Ach, nichts. Nicht so schnell. Ich schwöre dir, ich werde deinen Lieblings-Bobby-Pullover einlaufen lassen, wenn du mir nicht sagst, was... Stopp! Na gut. Oh. Ich habe vielleicht Lennys Prüfung sabotiert, indem ich ihr im Schlaf falsche Anweisungen eingetrichtert habe, weil wenn Lenny fahren kann, wird mein Zimmer niemals aufgeräumt und niemand wird mich jemals wieder für irgendwas brauchen. Bist du verrückt geworden, Laurie? Was, wenn sie wegen deiner falschen Anweisung einen Unfall baut? Was, wenn sie sich verletzt? Daran habe ich nicht gedacht. Wir müssen sofort zur Fahrschule. Oh, Gott sei Dank, es geht ihr gut. Vielleicht hat sie ja bestanden. Nein, hat sie nicht. Denn leider ist sie auf der falschen Straßenseite gefahren, hat den Rückspiegel nicht benutzt und auch noch das Gewicht des Fahrlehrers kommentiert. Tja, das war Nummer 14. Schätze, ich muss mein Leben lang Rasenmäher fahren. Hör zu, Lenny, das war nicht deine Schuld. Doch war es. Du hast dir so viel Mühe gegeben, mir zu helfen. Du hast sogar gelernt, Lenny zu sprechen. Wobei ich immer noch nicht glauben kann, dass ein Land nach mir benannt wurde. Ich hab's vermasselt. Ich hab nur an all die tollen Orte gedacht, an die ich uns hätte fahren können. Zum Kaufhaus, zum Comicheftladen, zum Kaufhaus. Tut mir leid, dass ich dich enttäuscht habe. Ich halte das nicht mehr aus. Es war meine Schuld. Ich habe deine Prüfung sabotiert. Sabotiert? Als hätte sie das Kleid gekauft, das du eigentlich haben wolltest. Wie konntest du nur? Es tut mir wirklich leid, Lenny. Aber ich werde es wieder gut machen. Du kaufst mir das Kleid?
dass du Lenny beim Üben für die nächste Prüfung hilfst. Das ist doch das Mindeste. Ist das die Autowaschanlage? Lynn, was wird das? Oh, hey, au! Was machst du da? Na, Kickboxen üben. Du hast gesagt, du machst mir den Sparringpartner. Vergessen? Hab ich? Ich meine, ja, ich erinnere mich. Sag mal, weißt du eigentlich, wo Lola hin ist? Nope. Warum? Ich glaube, ich habe ihr versprochen, wow, was für sie zu tun, aber ich habe vergessen, was es war. Was? Das fällt dir besser wieder ein. Du weißt, was passiert, wenn du Lola wütend machst. Habe ich dir je von der Pudding-Sache erzählt? Nein. Du hast also den letzten Pudding gegessen? Oh, hab ich? Hm, kann sein. Schon in Ordnung. Weil du den letzten Pudding gegessen hast? Ja, und jetzt konzentrier dich hier. Oh. Lincoln, los, komm, ja? Ich brauch dich. Wofür? Stell dich nicht dumm, wir haben morgen darüber gesprochen. Gestern meine ich. Diese Fotosache hat dich verändert, Bro. Und genau aus diesem Grund werde ich nicht mitmachen. Und genau aus diesem Grund habe ich mir erlaubt, dich zu ersetzen. Du hast was? Oh, Laurie, ich denke, du kennst Carol Dingree. Sie hat gegen dich die letzten Misswahlen gewonnen. Gut. Bringen wir es hinter uns. Okay, freut ihr euch schon alle darauf? Ich auf jeden Fall. Ah, hab ich dich? Diesmal bleibt die Windel an. Jetzt alle Haustiere in die Mitte rein. Okay. Fast fertig, nur noch ein paar Kleinigkeiten. Mund auf. Du auch. Du siehst blöd aus. Okay, los, Ball her. Was? Deine Haare. Was soll damit sein? Aber das Haar ist nicht meins, Bro. Und diese Brille sieht total beknackt aus. Vertraut mir, das ist alles großartig. Okay, Lucy, ein kleines Lächeln wäre ganz toll. Ich sehe nicht, dass das passiert. Und ich sehe hier überhaupt nichts passieren. Weißt du, manche Völker glauben, dass durch ein Foto die Seele eines Menschen gestohlen wird. Oh. Ja, stell dir das vor. Deine Seele eingekerkert und gequält im Inneren einer Kamera bis in alle Ewigkeit. Das muss reichen. Okay, dann kann es losgehen. Irgendwas fehlt noch, um die Sache zu krönen. Ich hab's. Jetzt ist es ein perfektes Foto. Was stimmte denn nicht bei dem anderen? Oh, das war irgendwie... Ihr wart alle irgendwie... Irgendwie was, Lincoln? Ihr selbst? Oh, jetzt ist es klar, worum es dir hier geht. Du magst uns nicht so, wie wir sind. Naja, weißt du, es ist doch so, ich... Okay, Leute, dann wollen wir mal perfekt lächeln für Lincolns perfektes Foto. Möge der Himmel uns davor beschützen, unser wahrhaftiges Selbst zu zeigen. Laurie, ich meinte nicht, eigentlich ist das ziemlich perfekt. Ich danke euch, Leute. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Leute? Leute? Die hatten wohl alle noch was anderes zu tun. Die Tage meiner öden Hochzeitstagsgeschenke sind vorbei. Mom und Dad werden sich riesig freuen. Kaum zu glauben, wir sehen so perfekt aus. Spieglein, Spieglein in der Hand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Du nicht, wenn das Schlammmonster dich erwischt. Ich krieg dich! Hey Leute, ich hab das Bild rahmen lassen. Die Berechnung der Achse erfolgt durch Einsetzen dreier Hilfsvektoren. Okay. Ha 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 ha!
für Kinder. Welches Geschenk sollen wir zuerst auspacken? Meins! Also gut, Mädels, lassen wir ihn mit seinem perfekten Geschenk den Vortritt. Ja, hoffen wir, dass es perfekt genug ist. Oh, Lincoln, wie schön. Das tollste Geschenk, das wir je bekommen haben. Das bekommt hier seinen Ehrenplatz. Lincoln, du Schwachkopf! Du hast die Fotos vertauscht! Yep, er hat's vermasselt. Ich wusste es. Nein, das war das Richtige. Wer möchte heute eine Blueberry werden? Also, wer die lavendelblaue Schärpe tragen möchte, der muss sich heute ganze 5 verschiedene Abzeichen verdienen. Ach, nur 5? Ha, Kinderspiel. Das erste Abzeichen gibt's für angewandten Naturschutz. Um es zu kriegen, wandern wir den Freundschaftspfad entlang und sammeln so viel bösen Abfall ein, wie es nur geht. Wir dürfen Abfall einsammeln? Echt? Halb faule Salami. Na schön, ihr Abfallsammler. Mal sehen, was ihr so habt. Lana, du bist die Müllkönigin. Und was ist mit deiner Schwester? Oh, ich glaube, dafür gibt's kein Abzeichen, Kleine. Keine Sorge, das nächste kriegst du. Siehst du was? Nicht ein Krümel. Verstehe ich nicht. Die Bluebells haben doch sonst immer Kekse. Vielleicht müssen wir etwas näher rücken. Um das Autoreparaturabzeichen zu bekommen, müsst ihr beim Bluebell-Bus einen Reifen wechseln. Oh, ich zuerst! Man könnte mal wieder den Keilriemen wechseln. Ach, was bist du doch nur für ein süßer kleiner Schmiermaxe. Okay, Lola, dann zeig doch mal, wie du einen Reifen wechselst. Per Autoclub. Verlangen Sie das, die ist großartig. Tut mir leid. So machen wir das bei den Bluebells nicht. Komm schon, Lola. Jetzt streng dich mal an, sonst wird das nie was bei dir. Du schaffst das, Schwester. Au! Um euch das Angelabzeichen zu verdienen, müsst ihr einen Fisch fangen. Und dazu nimmt sich jeder einen schleimig schlängelnden Wurm. Das ist ja ein Riesenfisch, Lana. Jetzt fehlen mir nur noch 2. Hab ihn mit den Händen gefangen, damit ich den Kleinen für mich hab. Zielgesichtet, Kleid. Ich schleich mich ran. Ich will mich in eurem leckeren Duft laben. Was ist denn los? Keine Kekse? Oh, Kekse waren das schon, aber leider schon etwas vorverdaut. Nun, um euch dieses Überlebensabzeichen zu verdienen, müsst ihr jetzt nur eine Latrine ausgraben. Klingt französisch. Was ist eine Latrine? Na, ein Loch, in das man reinmacht. Lola, der Tag ist halb rum und du hast noch kein Abzeichen. Wenn du dir keine Mühe gibst, werden wir niemals gemeinsam Bluebells. Ich geb mir ja Mühe. Ich wusste nur nicht, dass wir so ekligen Klo- und Wurmkram machen müssen. Ach komm schon, ist doch nicht so schlimm. Ja, für dich, das Mädchen, das Müllbrötchen isst. Manchmal muss man eben raus aus seiner Komfortzone. Meine Komfortzone habe ich schon längst verlassen. Ich sitze an einem Tisch ohne Tischtuch. Unser nächstes Abzeichen gibt es für die richtige Bekleidung bei jedem Wetter. Bluebell Scouts müssen auf jedes Wetter vorbereitet sein. So, ich nenne euch jetzt eine Wetterlage und ihr müsst dann das richtige Outfit dafür anziehen. Verstanden? Schnee und Eis! Sonnig und heiß! Regenwetter! Eine kleine Fashionista, die stets bereit ist. Gut gemacht, Lola. Oh, hoppsala. Lana, das sieht mir aber nicht nach den korrekten Regensachen aus. Das sind Allwettersachen. Ich brauche diese blöden Outfits nicht. Oh, tut mir leid, Schätzchen. So machen wir das bei den Bluebells nicht. Keine Sorge, Lana. Das nächste kriegst du. Streng dich an, Schwester. Da waren auch keine Kekse drin. Ich dreh gleich durch, Lincoln. Die leckere Vanilleglasur. Die Schokostückchen. Und die Kokosnuss-Crunchies. Ah. Jetzt hab ich doch fast die Belohnung hier gelassen. Na klar, sie hatte sie die ganze Zeit bei sich. Folgen wir dem Rucksack.
Clyde? Oh, klar. Wo habe ich nur meinen Kopf? An einem heißen Sommertag gibt es nichts Besseres als ein Besuch im Freibad. Arschbombe! Familie Laut, raus! Wir wollten nur ein bisschen Spaß haben. Hahnenkämpfe während des Seniorenschwimmens sind kein Spaß. Ich habe gerade eine neue Hüfte bekommen. An einem heißen Sommertag gibt es nichts Besseres als ein Besuch im Freibad. In der Nachbarstadt. Arschbombe! Familie Laut, raus! Aber wir hatten doch nur Spaß! Aus dem Pool zu trinken ist kein Spaß! Es schmeckt aber wie Hühnernudelsuppe! Schön, aber musstet ihr noch Gemüse reinschneiden? An einem heißen Sommertag. Den Rest kennt ihr ja. Arschbombe! Familie Laut, raus! Aber wir hatten doch nur Spaß. Fäkalunfälle sind kein Spaß. Na los, Leute. Wir finden schon einen anderen Pool. Tatsächlich haben wir in allen wasserbasierten Einrichtungen im Umkreis von 100 Kilometern Hausverbot. Ist das dein Ernst? Wir können uns nirgendwo mehr abkühlen? Das ist eine super Idee. Das war's dann also. Kein Pool mehr für die Lauts. Das ist es! Ein Pool für die Lauts! Hätte mir auch früher einfallen können. Wow, der perfekte Familienpool. Stellt euch das vor. An einem heißen Sommertag gibt es nichts Besseres als ein Sprung in den eigenen Pool. Arschbombe! Mag es nicht, hier reinzuspringen, Lincoln Laut. Dieses Outfit darf nicht nass werden. Aber das ist ein Badeanzug. Ach. Es ist ein Schwimmkleid, du Ahnungsloser. Ich schneide jetzt die Möhren in Scheiben, Scheiben. Ha. Auf zum Hahnkampf. Ich bin dabei. Das macht meine Suppe perfekt. Nicht mal in meiner Fantasie komme ich in den Pool rein. Fäkalunfall! Vielleicht doch nicht ganz so perfekt. Oh, das Ein-Mann-Paradies. Stellt euch das vor. Also das ist ein Pool, der mir gefallen würde. Ich schneide jetzt die Möhren in Scheiben, Scheiben. Hä? Ups, muss erst bezahlen. Hey Link, willst du mit chillen? Chillen? Der war gut, Lenny. Wieso gut? Danke, die Hitze macht mir nichts aus. Aber kühlt euch ruhig weiter hier ab. Es gibt echt keinen Grund rauszugehen. Nicht mal einen Grund rauszusehen. Rede ich zu viel? Mir scheint, ich rede zu viel. Ihr leidet eindeutig unter dem Symptom eines Hitzschlags. Kann ich den Beutel Frumentum haben? Rutsch rüber, du taust den Brokkoli auf. Dann hör du auf, mit den gefrorenen Karotten zu kuscheln. Hey, Len, gib mal den Beutel Erbsen rüber. Erbslichen Dank. Gebrauchsanleitung? Wer braucht sowas? Was zur... Die Gebrauchsanleitung sollte man auf jeden Fall lesen. Ups. Entweder gewinnst du oder ich, mein Freund. Autsch, Miss Sonnenbrand. Oh nein, verschwinde! Na, der habe ich's gezeigt. Verflucht! Huh?
Sonnenbrand und Bienenstich. Und jetzt Schwimmzeug an und abkühlen. Sonnenbrand, Bienenstich und verknackster Knöchel. So ist es besser. Ha, schickes Mädchenrad. Ja, das Bike ist so lahm. Es fällt mir nichts ein. Ihr denkt doch nicht, das ist meins. Nicht doch. Das gehört meiner Schwester. Ich würde euch echt gern meins zeigen, aber es ist in der Werkstatt. Yep, wird richtig fett aufgemotzt. Und die Bremsen werden entfernt. Ihr wisst ja, Bremsen sind für Mädchen. Wow, das klingt ja irre. Oh ja, es ist echt irre. Das wird ein ganz wildes Ding. Das muss ich sehen, das Monsterrad. Komm in den Park, wenn du es wieder hast. Wir warten auf dich. Reingehauen. Lincoln, was wirst du jetzt tun? Du hast kein irres Rad. Vorsicht, irre Lin mit irrem Rad. Denkst du auch das, was ich denke? Ich denke über Lins Rad nach. Ich leihe es mir für eine Stunde, zeige es dann den Jungs und bin aus dem Schneider. Das klingt nach einem selten dämlichen Plan. Aber ich bin dabei. Yeah. Hey Jungs, zieht's euch rein. Wow, das Bike ist echt irre. Tja, und das Rad ist auch irre. Aber nicht im positiven Sinn. Was? Das Tandem meiner Eltern? Ihr wisst wohl nicht, wie schnell dieses Teil hier abgeht, wenn zwei Leute gleichzeitig in die Pedale treten. Naja, wie auch immer. Wir verziehen uns. So oft werdet ihr mich mit dem Rad nicht sehen. Ich lasse es lieber in der Garage. Da ist es geschützt. Warte, willst du unser neuer Anführer sein? Hey, ich dachte, ich bin der Anführer. Sorry, Papa Zweirad, du bist raus. Ich bin rostige Speiche und das ist platter Reifen. Wie sollen wir dich nennen, hä? Wie wär's mit Kettenlink? Irre. Lincoln, das kannst du nicht machen. Du musst Lins Fahrrad zurückbringen. Wir nennen dich Doppelsattel. Bin dabei. Okay, Jungs, fahren wir. Kind, wenn ich es brauche. Irre. Hey, Ladies. Cool, ihr seid sau cool. Danke ebenfalls. Siehst du, Clyde? Ich hab's gesagt. So eine Biker-Gang ist cool. Wer ist Clyde? Mein Name ist Doppelsattel. Manchmal muss man im Leben einfach was riskieren. Wie heißt es so schön? No risk, no fur. Oh! Was ist ein Fur? Mein Fahrrad, es ist weg. Manny, du solltest doch aufpassen. Was soll ich nur Lin sagen? Lisa, warum tust du das? Clip ist der Einzige, der Vierjährige einstellt, die noch keine Erfahrung haben. Nein, ich meine, warum tust du das hier überhaupt? Komm nach Hause, Lin braucht dich. Frag doch unsere Frau Schlaumeier, ob sie ihr helfen kann. Wenn man vom Teufel spricht. Normal oder bleifrei? Nichts von beidem, danke. Ich habe den Nobelpreis für die Erfindung eines Autos gewonnen, das mit Apfelsaft fährt. Natürlich hast du das. Voll tanken, bitte. Los, wir steigen in Lennys Saftmobil, fahren nach Hause und vergessen diesen Unsinn. Geht nicht, ich fahre nach Harvard. Au revoir, adios, auf Wiedersehen und Aloha. Aha, Aloha bedeutet Hallo. Aber auch auf Wiedersehen. Ach, das hab ich mal gewusst. Hey, Schnattertäschchen, zurück an die Arbeit. Hey, Lincoln, ich hab dir einen Auflauf mitgebracht. Meine Tante sagt, in Zeiten der Trauer gibt es keinen besseren Trostspender. Danke. Das könnte genauso gut meine Beerdigung sein. Unsere Klasse wird mich dafür hassen, dass mir das mit Frank passiert ist. Wir haben uns hier versammelt, um die Tarantel Frank zu betrauern, die viel zu früh von uns gegangen ist. Ein Haustier, das allen am Herzen lag. Außer
Schwester Lenny! Die Mörderin! Ja, ja, alles Lennys Schuld. Leute, es ist nicht Lennys Schuld. Es ist meine. Igitt. Ich wusste, dass Lenny Angst vor Spinnen hat. Trotzdem habe ich Frank mitgebracht. War eine blöde Idee. Ich hab's wohl verdient, dass unsere ganze Klasse mich hassen wird. Cliff! Zeig etwas Respekt! Wow, merkwürdig. Dieser Haarball sieht genauso aus wie Frank. Eklig, Lana! Zeig etwas Respekt! Vielleicht ist es gar nicht Frank. Das ist auch ein Haarball. Was bedeutet, Frank könnte noch am Leben sein? Ah, Spinne! Und Lenny hat ihn scheinbar gefunden. Das war nicht Lenny. Diesen Schrei kenne ich. Oh, hi, Mr. Loud. Süßes? Ah, Spinne! Alles okay. Dad ekelt sich auch vor Spinnen? Ja, und offensichtlich hat er den Kammerjäger angerufen. Frank! Oh, hallo, süße kleine Raupenfamilie. Alles in Ordnung, Sir. Es gab da wohl ein Missverständnis. Sie müssen die Spinne nicht umbringen. Ha, was bist du, ein Spinnenkuschler? Niemand hält mich davon ab, meine Spinne zu erwischen. Ich muss Frank retten. Ich werde dir helfen. Ich helfe dir auch. Ich kann dir auch mit dabei. Okay, dann lenkt ihr diesen Kammerjäger ab, während ich nach Frank suche. Alle klar, wir nehmen das. Befreit. Gut. Und drehen. Und winken. Mehr Zähne. Weniger Zähne. Super. Weiter so. Ihr fragt euch bestimmt, warum ich helfe, Lola auf eine Misswahl vorzubereiten. Tja, morgen ist die kleine Miss Prima und Perfektwahl. Und die Gewinnerin erhält den größten Preis aller Zeiten. 2 Jahreskarten für den Mulan Freizeitpark. Das ist eine für Lola und eine für den Coach. Ich habe schon die ganze Woche wie verrückt geschuftet, damit sie gewinnt. Es war ein langer, harter Weg. Aber wenn wir das Ding gewinnen, war es das alles wert. Komm sofort zurück, Hops! Lana, pass doch auf. Weißt du nicht, wie schwer es ist, Chiffon zu reinigen? Bla, 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 bla. Okay, Lola, kommen wir zu deinem Gang. Erinnere dich, was Gilde Lilly sagt in seinem berühmten Buch Entdecke deine innere Schönheitskönigin. Um zu triumphieren, musst du stolzieren. Ich weiß, wie man läuft, Lincoln. Okay, kleiner Rückschlag. Wir können aber immer noch gewinnen. Wach auf und redet kein Blödsinn, Lincoln. Es ist aus und vorbei. Das kannst du nicht machen. Wir haben so hart dafür geschuftet. Es wird auch noch andere Wettbewerbe geben. Aber kein mit Mulan-Tickets. Lincoln, ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Oder wie dein Kumpel Gilde Lilly sagen würde, ich muss mich erholen, drum bleibt mir gestohlen. Ich kann nicht glauben, dass ich ganz umsonst flechten gelernt habe. Hey, Lincoln, brauchst du das noch? Den Schrott könnte ich noch zum Schweißen nehmen. Warum guckst du mich so an? Lana, was hältst du von einer Jahreskarte fürs Mulan? Du verkohlst mich doch nur, Lincoln. Tu ich nicht. Du musst nur eine klitzekleine Minisache tun. Was ist das? Ich mach alles. Du müsstest einfach statt Lola zum kleinen Miss Prima und Perfekt-Wettbewerb gehen und gewinnen. Verarschst du mich jetzt komplett? Ah! Weißt du, wer hier vor dir steht? Jemand, der ihn jetzt schon liebt. Mulans neuesten Hit, der Milchshaker. So schnell, dass du kotzend durch den Looping rast und deine Kotze wieder im Gesicht landet. Hör auf, Lincoln! Bin dabei. Aber was, wenn Lola das herausfindet? Du weißt doch, wozu sie fähig ist. Sie wird nichts merken. Versprochen. Erstmal müssen wir dich waschen. Dreck im Gesicht und du gewinnst nicht. Tja, das war auch echt eklig. Stimmt, aber wenigstens schrubbe ich nicht die Hühneraugen von Tante Ruth. Lass uns nie wieder darüber reden. Oh, oh, ich glaube, da ist jemand müde. Nicht jetzt, Clyde. Wir müssen doch babysitten. Oh, du meinst Lilly.
Und so lebten die wunderschöne Prinzessin Lori und der mutige Sir Clyde glücklich bis an ihr Lebensende, während der bescheuerte Bobby gefressen wurde von einem... Okay, Clyde, wir wollen ihr keine Albträume bescheren. Ja! Ja! Was sollen wir jetzt machen? Zombie-Marathon? Ist alles gut, Lilly. Schlaf wieder ein. Kennst du Bücher, in denen steht, wie Babys wieder einschlafen? Natürlich. Träum süß. Der Weg ins Schlummerland. Da steht, Babys lieben Hintergrundgeräusche. Das erinnert sie an den Mutterleib. Clyde, meine Mom, sie darf das nicht hören. Hey, Mom. Hi, Schätzchen. Wie läuft's denn so? Großartig. Super läuft es. Hör ich da etwa Lilly weinen? Oh, das ja. Wir haben nur ein winzig kleines Problem, sie zum Einschlafen zu bringen. Bei mir hat es immer geholfen, wenn ich mit ihr in den Park gegangen bin. Das macht sie müde. Oh, danke für den Tipp. Mach's gut. Clyde, was ist passiert? Tut mir leid, ich konnte die Wasserhähne nicht rechtzeitig zudrehen. Ich hol mal einen Wischmopp. Wow, deine Mutter kennt sich aus. Ich frag mich, ob sie mein Baby und ich gelesen hat. Okay, Lilly, viel Spaß mit deinen kleinen Freunden. Wir sind da drüben und passen auf dich auf. Clyde, Lilly, halt ab! Gehen. Tja, was für ein Albtraum, aber immer noch besser als der Pudding von Tante Ruth. Oh, alles okay, nicht schreien. Hey, sah Lilly schon immer so komisch aus? Das ist nicht Lilly! Wir haben das falsche Baby! Meine Mom, sie sind auf dem Heimweg. Ja! 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 Ich schätze mal, wir sollten jetzt Lilly suchen. Wo ist sie? Ich weiß nicht. Entschuldigung. Entschuldigung. Mein Fehler. Das Kind da, das muss sie sein. Halt! Stopp! Entschuldigen Sie bitte. Ich glaube, das hier gehört Ihnen. Dauernd muss mir sowas passieren. Ist es das? Nein. Oh, das ist es! Nein. Das ist es! Nein. Das ist wahrscheinlich der coolste Tag meines Lebens. Vor euch steht der stolze Hauptgewinner des Senfglas-Gewinnspiels, gewinne eine Limo für einen ganzen Tag. Ich musste zwar so viel essen, wie ich wiege, aber letztlich habe ich das Gewinnerglas gefunden. Da ist sie, da ist sie, da ist sie! Guten Morgen, Sir. Ich bin Kirby, Ihr persönlicher Chauffeur für heute. Yay!
Wow, die Limo hat eine phänomenale Senfauswahl. Los, wir holen mein Team ab. Lass uns Schuppen fahren. Wir könnten bei einer Prozession mitfahren. Leute, ich weiß, ihr seid alle begeistert von Lincolns Limo. Aber lassen wir sie ihn doch erstmal allein genießen. Dann kommt er zurück und dreht mit uns eine Runde. Stimmt's, Linky? Klar. Wie wär's, wenn ich euch alle um 5 Uhr abhole und wir fahren dann rüber zu Burpin Burger? Hurra! Der Hunger ist groß und es wird Ärger. Komm mit uns zu Burpin Burger. Fleisch und Soße hauen gut rein. Beim Rülpsen schmeckt's nochmal so fein. Ihr Premium-Beförderungserlebnis beginnt jetzt, Sir. Was soll der ganze Sir-Kram? Nennen Sie mich Lincoln. Puh, tja, das ist mal ein Wort. Ich fahre sonst nur Schnösel durch die Gegend. Also, wo soll es nun hingehen? Ich weiß genau, wohin. Wow, wow, wow. 2 Strohhalme, der erste ist gratis, aber für den zweiten bezahlst du was. Hm? Heiliger Sack aus Stroh. Aus dem Weg! Ein wichtiger Kunde! Willkommen bei Flips. Bitte genießen Sie Ihren kostenlosen Flip. Wow, Flip? Sie haben mir doch bis jetzt noch niemals was ausgegeben. Tja, du hattest bis jetzt auch noch nie eine Limo. Ich bin hier mit einem sehr bedeutenden Limo-Gast, der durch die Stadt fährt. Sagen Sie, wie wurden Sie so bedeutend? Ich... Sieh mal an, ich mag Ihre Limo. Wo haben Sie die denn her? Durch Senf. Oh, Sie müssen der Erbe des Senf-Imperiums sein. Wie ist Ihr Name? Lincoln Loud, aber ich bin nicht... Ich bin Lord Tetherby, Erbe des Tetherball-Vermögens. Ich fahre gerade zu meinem exklusiven Country Club. Begleiten Sie mich? Kirby, folgen Sie der Limo. Danke, Kirby. Willkommen im Tetherby Country Club. Gemütlich. Na klar. Nun sollen wir dinieren, alter Knabe. Hört sich gut an, alter Knabe. Kann ich noch irgendwas für Sie tun, Sir? Oh, nennen Sie mich doch nicht Sir. Sagen Sie einfach Lincoln. Sehen Sie, Loud. Ein Mann in einer Limo darf nie zu nett zu einer Hilfskraft sein. Das verwirrt Sie nur. Nun rocken wir die Stadt, wie das Limo-Leute tun. Limo! Limo im Anmarsch! Wow, ich dachte nicht, dass das Leben so schön ist. Tja, es ist schon 4:45, Loud. Sollen wir kurz die Märkte checken, bevor die Börse schließt? Schon okay, meine Mama macht immer die Einkäufe. Moment, 4:45? Ich muss meine Schwestern abholen und mit ihnen dann zu Burpin Burger. Zu Burpin Burger? Ja, Sie wissen doch. Fleisch und Soße hauen gut rein, beim Rülpsen schmeckt's noch mal so fein. Hören Sie, Loud, Sie sind ein Mann in einer Limo. Sie können nicht in ein Rattenloch gehen, das zum Rülpsen auffordert. Das schickt sich nicht. Aber meine Schwester... Wir alle haben peinliche Verwandte. Ich habe so einen Cousin, der nimmt den Bus zur Arbeit. Können Sie sich das vorstellen? Auf keinen Fall dürfen die uns runterziehen. Kommen Sie, alter Knabe, Zeit zum Limo-Segeln. Der Blick ist unglaublich. Sehen Sie doch Delfine. Ich werde auf einem reiten. Warten Sie auf mich, alter Knabe. Ich habe eine kleine Überraschung für Sie. Wir veranstalten heute Abend eine Gala als Willkommen für unser jüngstes Mitglied, Sie. Wow, danke, alter Knabe. Nicht der Rede wert. Sie werden sich glänzend einfügen. Und denken Sie dran, nur mit schwarzer Fliege. Keine Hosen oder sowas? Oh, Loud. Sie sind mir einer. Entschuldigung, falsches Haus.
wo bist du gewesen? Wir standen da an der Ecke fast über 3 Stunden. Die Müllabfuhr wollte Lana ohne Witz zur Deponie bringen. Oh, jetzt seht euch nur meine kleinen Rockstars an. Ich stehe eigentlich auf Death Metal. Oh, wie süß! Leute, habt ihr noch Platz für einen mehr? Ist Schluss mit Mick beeindrucken. Wir wollen dich doch nicht aufhalten. Alles, was ich gesagt habe, tut mir leid. Ich habe mich wie ein echter Vollidiot benommen. Ich habe die Regeln des Rock'n'Roll vergessen. Es spielt keine Rolle, ob ich die Beste bin für Mick. Alles, was wirklich zählt, ist Spaß. Und die allerschönste Zeit hatte ich nun mal mit euch. Also, was sagt ihr? Kann ich wieder mitmachen? Ach, Schwester, eine Familienband ohne dich geht gar nicht. Schnapp dir ein Notenblatt. Wartet, es ist noch keine Familienband. Wo ist Dad? Da, wo er immer hingeht, wenn er traurig ist. Im Wirbelquirl. Dad, entschuldige. Komm zurück zur Band. Es macht keinen Spaß. Ohne dich. Im Ernst? Ja. Fahrgeschäftleiter, sofort anhalten. Entschuldigung akzeptiert. Boom, ta, boom, papa, die Glocke ist zurück. Mom, ohne dich geht's auch nicht. Nein, Süße, ich kann nicht spielen. Ist okay, wir auch nicht. Aber wir haben jetzt Spaß. Himmel, steh uns bei. Es ist ansteckend. Plastiktüten vermodern im Garten, können kaum das Jenseits erwarten. Hey Leute, ich bin Background-Tänzerin. Luna, los, spiel ein Solo. Nein, das ist eine Familienband, Bruder. Ja, aber du bist die Einzige, die wirklich spielen kann. Dad, Kuhglocken-Solo. Wirklich? Ich wusste, der Tag wird kommen. Also, es geht los. Wartet mal. Ihr saht aus, als hättet ihr da oben Spaß gehabt. Hatten wir. Du warst brillant. Du hast echt Talent. Danke. Und danke für das kleine Gespräch im Restaurant. Sie haben mir wirklich sehr geholfen. Ich war schrecklich zu meiner Familie wegen eines Typen, der nicht mal hier war. Da wäre ich mir nicht so sicher. Schatz, ich hab Schmalzgebäck gekauft. Wer ist das? Ich bin Mick Swagger, Mann. Und du warst auch toll. Ich liebe leidenschaftliche Kuhglocken. Isst du das hier noch? Danke, Mann! Hey, Lincoln, stell dir vor. Also, ich glaube, ich hab's jetzt echt drauf. Lincoln? Okay, ich hab jetzt die Jungfernnötennummer gemacht. Wo sind meine 5 Mäuse? Ja, Zahltag. Ich sollte das Doppelte dafür kriegen, dass ich mich wie ein Dummkopf benehmen musste. Du hast das Ganze inszeniert? Clyde, ich kann's erklären. Ich wollte doch nur dein Selbstvertrauen stärken. Ich sollte wohl besser gehen. Clyde, warte! Clyde, Hilfe! Ich komm nicht mehr runter! Spar dir die Nummer, Lana. Ich weiß, dass Lincoln dich dafür bezahlt. Was redest du denn da? Weiß und ich sitzen hier fest und ich glaube, er hat Höhenangst. Und ich vielleicht auch. Alles wird gut, Lana. Hab keine Angst, ich hol dich da runter. Alles okay bei euch? Ich kenn das. Ich kam mal nicht von einem Sprungturm runter. Und von einem Tritthocker. Ja! Hier, du hast ihn verdient. Ich weiß nicht, was ich ohne dich getan hätte, Clyde. Du bist ein Lebensretter! Clyde, da bist du ja noch. Hör zu, ich muss mich bei dir entschuldigen. Schon okay, Lincoln. Ich habe jetzt mein Selbstvertrauen gefunden. Und zwar in echt. Jetzt kann ich ein richtig toller großer Bruder werden. Viel Glück, Kumpel. Du kriegst das schon hin. Schieb deinen dicken Hintern da weg, Lisa. Mein Gesicht ist nicht so überdimensional wie deins. Als großer Bruder hat man nie Pause. Nervig und merkwürdig. Nervig? Jack, das musste ich mir auch anhören. Ja, merkwürdig.
Das kenne ich. Hey, steh einfach drüber. Die Familie versteht das nicht. Ja, bleib bei deinem Niesverbot auf jeden Fall. Hey, Kinder, habt ihr Lust auf Cheeseburger? Ich nehme 5 Cheeseburger mit allem drum und dran und die Soße schön kleckrig, hey, ja? Cheeseburger! Hurra! Ich bin der Beste, Dad! Oh, meine Kinder dachten auch mal, ich wäre der Beste. Meine auch. Im alten Van haben sie mit Wasserpistolen gespielt. Das fand ich lustig. Ja, in meiner alten Karre hat der Hund auf dem Rücksitz einen Welpen geboren. Ach, war der süß. Also, das reicht jetzt. Ich gebe Olivia zurück und hol meinen alten Van wieder. Ich auch. Ich auch. Leb wohl, Marilyn. Uns bleibt immer noch dieser erste Ölwechsel. Ihr seid doch irre. Das werdet ihr bereuen. Daddy, wer ist der einsame Mann mit der Kugelweste? Seht gar nicht hin. Familie, es tut mir leid. Ihr hattet recht. Wer will Vanzilla zurückholen? Ich bin gerade mitten im Training. Ach, das ist mir doch ganz egal. Immer rein mit euren schönen, dreckigen Füßen. Ja! Hi, ich will den Van zurückgeben. Er passt nicht zu uns. Geht klar, Sir. Und meinen alten würde ich gern zurückkaufen. Das geht leider nicht. Hab ihn gerade an den Schrotthändler verkauft. Wunderschön! Wir müssen sofort eine Testfahrt mit diesem Auto machen. Dad, ich glaube, Steve hat heute genug von Testfahrten. Keineswegs. Das war der Brüller. Meine Nagelbetten sahen ohne Witz noch nie so gut aus, was ihr auch vorhabt. Ich bin dabei. Vanzilla? Hup, wenn du mich hörst. Hallo, komm bitte zurück, Vanzilla. Da ist sie. Nein, Dad, Kugel her. Ich will diesen Van kaufen. Ist das Ihr Ernst, dieser Schrotthaufen? Sie ist kein Schrotthaufen. Sie gehört zur Familie. Danke, dass du Veronica aufgegeben hast. Ich weiß, das war ein großes Opfer. Veronica wer? Oh. Ich bin nur froh, dass wir alle wieder in Vanzilla sitzen können. Wir auch. Auch wenn wir nicht wirklich in Vanzilla drin sitzen. Achtung, laut Familie! Ich muss euch etwas gestehen. Entgegen der allgemeinen Annahme bringe ich kein Unglück. Das habe ich euch nur glauben lassen, damit ich nicht zu euren Veranstaltungen muss. Das war wirklich egoistisch von mir. Wir müssen uns doch alle unterstützen. Es tut mir ehrlich leid. Hübsches Geständnis, laut! Wenn du kein Unglück bringst, warum hat mein Team nach deiner Verbannung gleich 2 Spiele hintereinander gewonnen und spielt jetzt um die Meisterschaft? Hä? Sie hat dich am Wickel, laut. Können Sie bitte einfach wieder reingehen? Entschuldige, Kumpel, wir schreiben dir. Geh ein Stück weiter vom Haus weg. Oh, Lynn und ihr blöder Aberglaube. Solange sie glaubt, ich bringe Unglück, bin ich verloren. Ich muss irgendwie beweisen, dass sie falsch liegt. Verflixte Eichhörnchen. Eichhörnchen? Was ist heute mit dem Eichhörnchen los? Seine Choreografie ist sowas von uncool. Hey, tanzt du doch mal bei dieser Hitze. Mein Plan ist simpel. Ich sehe mir das Spiel inkognito an. Und wenn die Eichhörnchen gewinnen, sehen alle, dass ich doch kein Pech bringe. 5 Minuten später. Das nenne ich echt mal Pech. Bei den Eichhörnchen läuft heute aber auch alles schief. Was denkst du, Pep? Ich denke, mein Leben ist sinnlos. Sieh dir nur unsere armen Eichhörnchen an. Zwei Outs am Ende des 9. die Runner an den Bases. Lynn Laut betritt die Plate, aber bei dem Pech, das sie heute hat, sehen die Eichhörnchen ganz schön plattgefahren aus. Ganz schön schroff, Kumpel. Ich glaube, du färbst auf mich ab, Pep. Ha, so wirke ich halt auf die Leute. Es geht los. Jetzt geht's. Strike one. Oh. Lynn hat recht. Ich bringe echt Unglück. Strike two. Vielleicht kann ich in Lisas Atombunker einziehen. Die Bleiwände müssten mein Pech davon abhalten, auf andere abzufärben. Und Lynn Laut zieht durch. Er fliegt und das war's. Lynn Laut schlägt einen Homerun. Die Eichhörnchen gewinnen. Die Eichhörnchen gewinnen. Die Eichhörnchen gewinnen. Sie gewinnen. Ja, hurra. Entschuldige mal,
Fellknäuel, das ist ein Familienmoment. Leute, ich bin's. Ich war die ganze Zeit hier. Das ist der Beweis. Ich bring kein Unglück. Oh Mann, du hast recht. Wow, Lincoln, es tut mir echt voll leid. Ja, entschuldige, dass wir deine Möbel verkauft haben. Warte, was? Tja, meine Familie denkt nicht mehr, dass ich Unglück bringe. Tatsächlich glauben sie, dass ich Glück bringe. Hey, Lincoln, setz die Maske wieder auf, sonst werden wir von einer Qualle gestochen. Aber leider nur dann, wenn ich das Eichhörnchen-Kostüm trage. Sieh dir meinen Film über Hops an. Hops, ein Leben in kleinen Sprüngen. Ich werde nie den Tag vergessen, an dem ich meinen künftigen besten Freund traf. Oh! Du bist der beste, Froschi. Also, ich muss los. Dad macht heute Hackbraten. Danke für den tollen Tag. Oh. Du bist einsam, oder, mein Kleiner? Willst du mitkommen und bei mir wohnen? Ich glaube, ich nenne dich Hops. Seit diesem Tag sind wir praktisch unzertrennlich. Wir essen immer zusammen. Hops mag seine Grillen mit Schokostreuseln, aber mir schmecken sie pur besser. Wir spielen zusammen. Wir machen sogar unsere Schulfotos zusammen. Na schön, Kleine, lächeln. 3, 2, 1, Cheese. Gute Nacht, Kumpel. Ich kann mir das Leben ohne meinen besten Freund Hops gar nicht mehr vorstellen. Das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Verstehst du, Lincoln? Frösche sind viel cooler von außen als von innen betrachtet. Bitte, du darfst sie nicht sezieren. Werd ich nicht. Und das wird auch sonst niemand machen. Wie meinst du das? Wir gehen auf eine Rettungsmission. Und jetzt mit Hops. Also dann, Kinder, gleich nach dem Mittagessen hopsen wir direkt zu unserer Froschsezierung. Na kommt schon, Leute, ich liefere euch hier ein Wortspielfeuerwerk. Lana, wo bist du? Oh, echt gutes Versteck. Was redest du da? Hops und ich essen nur zum Mittag. Komm mit. Wir haben hier ein Problem. Ein oberflächenmontiertes Bolzenschloss mit Drehregelmechanismus. Und nochmal auf Deutsch? Wir müssen einen anderen Weg reinfinden. Direktor Huggins, falsches Zimmer, falsches Zimmer. Gut gemacht, Hops. Wie geht's, Fröschlein? Wir sind hergekommen, um euch zu retten. Nichts wie weg. Meine Frösche! Direktor Huggins! Direktor Huggins! Wow, das Täuschungsmanöver mit dem Fenster war genial. Glaubst du, das hier ist meine erste Tierrettungsaktion? Ihr seid frei, meine Amphibienfreunde. Ihr seid frei. Viel Glück, Fröschlein. Habt ein schönes Leben. Ihr solltet jetzt doch so langsam verschwinden. Im Ernst, Leute, los! Wollt ihr etwa auf der Speisekarte landen? Bewegung! Warum laufen sie nicht weg? Sie wissen wohl nicht, wie man in freier Natur überlebt. Hey, du! Spuck ihn aus! Lincoln, wir können sie nicht hier lassen. Du hast recht. Wir bringen sie nach Hause, bis uns was Besseres einfällt. Denk nicht mal dran, Freundchen! Was für ein Tag, oder, Clyde? Echt abgefahren. Bombastisch. Außer als wir zwei kotzen mussten. Und orange waren. Und Lynn mich angerülpst hat. Und ich in den See gefallen bin. Wir sollten Petey nicht vergessen. Ach, den würde ich aber lieber vergessen.
Wenn ich so drüber nachdenke, war der Tag eigentlich... nicht bombastisch. Und null abgefahren. Wie ist das nur passiert? Ich schätze, wir waren so besessen davon, die Liste abzuhaken, dass wir gar keine Zeit mehr hatten, Spaß zu haben. Du hast recht. Und jetzt sind die Ferien vorbei. Wir haben's vermurkst. Lern das mal fahren, du Irrer! Das ist ja traumhaft. Jetzt ist mir der Reifen geplatzt. Ein geplatzter Reifen? Wie kommen wir denn jetzt nach Hause, bevor die Straßenlaternen angehen? Guck mal. Es halten die Jungs. Wir fahren jetzt rauf auf die Schnellstraße. Ja! Bis hier reicht. Danke fürs Mitnehmen. Dehnübungen haben sich echt gelohnt. Geht's nur mir so oder war der Heimweg total bombastisch? Ja, der abgefahrenste Teil des Tages stand nicht mal auf der Liste. Ha. Schätze, wir haben uns die Ferien doch nicht voll vermurkst. Klinkel McLeod! Und wie ist der Plan für die Sommerferien? Wer braucht schon einen Plan? Abgefahren! Bombig! Oh, wird Zeit für mich. Wir sehen uns morgen, Kumpel. Wie ist der Plan? Du stellst dich hier vors Haus und singst Weihnachtslieder. Wenn Grouse rauskommt, um dich wegzuscheuchen, springe ich über den Zaun und schnapp mir den roten Blitz. Strategisch genial. Nur eine Frage. Was ist das? Oh, Charles! Turteltaube an Schlittenschleicher. Bin in Position. Verstanden, Turteltaube. Mit Singen anfangen. Mi, 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 mi. Wenn die Winterwinde wehen und die Tage schnell vergehen. Hör mit diesem Katzengejaule auf! Ich hasse Weihnachtslieder! Los, verschwinde! Was zum Henker war das? Geh nicht in den Garten raus, da gibt es nichts zu sehen. Ich hab noch viel mehr Songs, also bleib jetzt bitte stehen! Hey! Mein Grundstück, mein Eigentum! Den roten Blitz sehe ich wohl nie wieder. Frohe Weihnachten allen hier. Geschenke oder Geld, ganz egal ist es mir. Meinen Wunschzettel kennt ihr und wenn ich nichts krieg, dann werde ich sauer und springe. Clouds! Hört endlich auf damit! Kleid, siehst du das, was ich sehe? Ein Stern? Ein Stern, der die Nacht erhält? Nein, Mr. Grouse ist weg. Ich kann ins Haus schleichen und krieg meinen Schlitten wieder. Was? Bist du wahnsinnig? Das ist Mr. Grouse Eigentum. Aber der Schlitten ist mein Eigentum. Ich krieche durch die Hundeklappe, greife mir den roten Blitz und er wird nichts mitbekommen. Und wenn sie dich schnappen und du musst in den Knast, da gibt's nur Familienbesuch und noch bin ich nicht mit Laurie verheiratet. Ich dürfte nicht zu dir. Kleid, nichts von all dem wird passieren, weil du für mich Schmiere stehst. Ich bin drin. Halte Ausschau nach Mr. Grouse. Alles okay. Du kannst auf mich zählen. Ich halte hier die Stellung. Ja! Mein Rentierkatapult funktioniert! Obwohl, ist wohl nicht ideal, um Rentiere einzufangen. Also, wo würde ich einen Schlitten verstecken, wenn ich ein alter Griesgram wäre? Roter Blitz! Wow, ist das Mr. Grouse als Kind und hat er da einen Himmelsstürmer 1000? Willkommen bei Flips. Wie kann ich euch helfen? Indem ihr mir aus dem Weg geht. Ich muss nämlich mal pullern. Ihr könnt mir helfen. Voll tanken. Super bleifrei. Sehr gern. Das ist für dein Auto und das ist für dich. Was zu knabbern. Spitze. Immer weiter so, Bruder. Ah, wer soll da drin denn bitte schön pullern? Echt ekelhaft. Eine Sekunde.
Kleid! Die Darmtoilette war ein Erlebnis. 5 Sterne, viel besser. Einen flippigen Tag noch! Immer weiter so, Jungs! Hör zu, ich habe gerade nicht versucht, mit dir zu konkurrieren. Ich habe nur einer Kundin geholfen. Ja, klar doch. War bei mir auch so. Klinken McCloud, wir sind ein Team. Oh, der Dreckskasten ist kaputt. Ich komm schon! Jetzt schalte ich schon ein! Zu Ihren Diensten, Ma'am! Wo liegt das Problem? Eure Mikrowelle ist kaputt und ich habe keine Lust auf einen Eisburrito. Den habe ich Ihnen ratzfatz warm gemacht. Sagtest du nicht eben ratzfatz? Lassen Sie mich mal! Und Gas geben, Ma'am! Was für ein engagierter kleiner Mitarbeiter. Einen flippigen Tag noch. Entschuldige die Einmischung, aber auch hier habe ich nur einer Kundin geholfen. Oh, klar doch. Sicher. Arbeitet hier einer von euch? Ich möchte eine Tankenpizza kaufen. Ich komm schon. Du kannst dem nächsten Kunden helfen, Partner. Aber... Hab eine Riesenbestellung für dich, Clyde. Aber gern doch. Hey, Partner, sieht aus, als brauchst du einen Assistenten. Oh nein, das schaffe ich schon alleine. Partner, du kannst dem nächsten Kunden helfen. Oh, danke, Clyde. Kein Problem, Ladies. Ich mach nur meinen Job. Hey, Lynn, kannst du mal meinen Hotdog halten? Ich muss mal voll dringend aufs Klo. Nein, Margo, du kannst nicht aufs Klo gehen, bevor wir nicht das Spiel heute gewinnen. Kann ich mir vorstellen. Sonst läuft's nicht. Lincoln, mein neuer Freund T-Bone, erzählt gerade von einem Wettbewerb, wo man auf einem mechanischen Bullen reitet. Wir sollten langsam zurück. Es ist schon fast 6 und Sue sagte... Ach, pfeif doch auf Sue. Du hattest recht mit ihr. Sie hält mich für einen alten Sack. Aber ich habe immer noch jede Menge Schwung in den Hüften. Ja, aber Sue sagte, wenn du die Abendglocke verpasst, dann fliegt dein Hintern hochkantig raus. Um Sue kümmere ich mich schon. Also, dann wollen wir mal aufsteigen. Opa, das geht nicht. Okay, Angsthase, dann fahre ich eben allein mit. Los geht's, Timo. Opa, warte doch! Was habe ich getan? T-Bones Maschine! Mr. Bone, wissen Sie, wo mein Opa ist? Ah, du meinst Cowboy Al. Habe ich nicht mehr gesehen, seit er hier gewonnen hat. Aber wenn er nicht hier ist, wo ist er dann? Martinez hält sich für den Wurf bereit und... Was zum Geier? Da ist ein alter Mann auf dem Spielfeld in seinen Boxershorts. Und die zieht er jetzt auch noch aus. Zum Baseballplatz. Glocke läutet in 30 Minuten. Opa hat's voll drauf. Ah! Achtung, Leute, Albert wird es euch jetzt mal so richtig zeigen. Opa! Ups, war wohl ein bisschen zu viel, Chili. Entschuldige, Kleiner, ich glaube, ich hab's heute ein bisschen übertrieben. Schon okay, Opa. Wenn wir uns beeilen, schaffen wir es noch rechtzeitig. Die hier werden dem Einbrecher sicher nicht gefallen. Kapiert, Mausefallen? Echt jetzt? Hey, Bobby, mein Roller-Derby-Team hilft dir patrouillieren. Hm, habt ihr irgendwelche polizeiliche Erfahrung? Nein, aber wir können das hier. Ihr habt den Job. Guten Abend, Elterneinheit. Es folgt eine routinemäßige Leibesvisitation. Was um alles in der Welt ist denn hier los?
Mr. Grouse wurde beraubt. Wir mussten die Sicherheit erhöhen. Dank deiner Kreditkarte. Schön, dass ihr das so ernst nehmt, aber das ist nun doch ein bisschen viel. Ein bisschen? Ja, wir brauchen das alles nicht. Ihr müsst nur die Türen und Fenster schließen. Das reicht. Und jetzt alle ins Bett. Ich aber die Stuhlproben brauche ich trotzdem. Danke fürs Mitspielen. Ich glaube, meine Kinder haben es begriffen. Ich hätte sie auch umsonst erschreckt, aber danke für die Muffins. Zugesperrt. Dad wäre so stolz. Gefechtsstation, wir haben einen Einbrecher auf dem Gelände. Oh nein, was sollen wir tun? Er wird uns alles rauben. Reiß dich zusammen, Heulsuse. Danke, das habe ich gebraucht. Aber das kriegst du zurück. Übernimm dich nur ja nicht oder sowas, Charles. Heißes Bratfett für dich. Wohl eher erstarrtes Bratfett. Formation einhalten, Ladies, so wie in der Ausbildung. Halt, wartet, diese Tanzschuhe kenne ich doch. Aufhören. Dad? Ich war nur spazieren und hab mich ausgesperrt. Oh, ich bin nicht gehalten. Hey, laut! In diesen Muffins sind Walnüsse drin. Wenn ich das nächste Mal so tun soll, als wäre ich beraubt worden, geben Sie mir gefälligst was, wogegen ich nicht allergisch bin. Er hat nur so getan? Tut mir leid, Leute. Ich wollte euch doch nur beibringen, die Tür abzuschließen. Schließlich muss ich mein Wertvollstes schützen. Und zwar euch. Na, endlich! Okay, Clyde, der Moment der Wahrheit. Werfen wir einen Blick auf die ersten Fotos. Die sind super! Ich habe meine Kindheitserinnerungen wieder. Juhu! Also, was ist jetzt dran? Mein 7. Geburtstag. Klasse. Soll ich dafür einen Akzent lernen oder Gewicht zu nehmen? Danke, Clyde, aber das wird nicht nötig sein. Ich mache auch meine Stunts selbst. Oh! Gut, dass wir das Ding noch hatten. Aber die Luftpumpe nicht mehr. Moment, es gab keine Hüpfburg zu meinem 7. Geburtstag. Es war eine Wrestling-Party. Ja, Los, Clyde, wir müssen das Set umbauen. Ich muss mich erst mal kurz hinlegen. In Lauries Bett. Wenn ich mich recht erinnere, lag ich auf dem Boden und Lynn ist auf mich draufgesprungen. Cool, ich versetze mich nur noch kurz in Lynns Rolle. Ja. Okay, bin soweit. Knochenbrecher Lynn legt los. Moment mal. Es ging gar nicht um Wrestling. Das Thema war Zirkus. Ich hol meine Clownsnase. Halt, da war kein Clown, sondern ein Löwendompteur. Raus aus meinem Garten! Halt, es war kein Löwendompteur, es war ein Schlangenmensch. Nein, es war kein Schlangenmensch, sondern eine lebende Kanonenkugel. Einen Moment mal. Oh nein, hast du dich wieder geirrt? Denn wenn du dich geirrt hast, solltest du mich schnell hier raus... Was war denn nur das Thema? Entschuldige, dass du das alles mitmachen musst. Ach, halb so wild. Als wir neulich zu Hause die kleine Meerjungfrau nachgespielt haben, wäre ich fast ertrunken. Es gibt ein Problem, Clyde. Meine Erinnerungen verflüchtigen sich langsam. Wir müssen uns mit dem Rest der Fotos beeilen. Wir schaffen das. Ich hol mir schnell eine neue Hose.
machst du da mit unseren Sachen? Dieses kostbare Diadem darf niemals den Boden berühren! Mädels, keine Sorge, ihr kriegt eure Sachen ja wieder, sobald ich diesen Film hier entwie... Nein! Ich hab vergessen, einen Film einzulegen! Töpfchen, Sandkiste, Löwendomte, Lasagne... Lincoln, krieg dich wieder ein! Du faselst wirres Zeug! Ist alles okay? Clyde hat uns erzählt, was du vorhattest. Tut uns echt leid, die Sache mit den Fotos. Sollen wir dir helfen, sie nachzustellen? Ja, das wird bestimmt ein Bild für die Götter. Kapiert? Ich danke euch, Leute, aber es hat keinen Zweck. Meine Kindheitserinnerungen sind alle weg. Ich weiß nicht mal mehr, wie wir meinen 7. Geburtstag gefeiert haben. Ich schon. Da war ein Zauberer. Du hattest voll Angst vor seinem Kaninchen. Ich fasse es nicht, dass ihr das noch wisst. Und wisst ihr auch noch, was an Lincolns 6. los gewesen ist? Auf der Bowlingbahn? Das werde ich nie vergessen. Das war dein einziger Strike damals, du Niete. Und wisst ihr auch noch, als Lincoln all seine Kinderfotos vom Computer gelöscht hat? Das war heute Morgen. Ja, heute Morgen. Wisst ihr noch? Ja, oder damals, als Lincoln an Moms Make-up ging. Das nenne ich mal eine ungeschminkte Wahrheit. Oder als er den ganzen Tag Fahrrad fuhr, um das Ende des Regenbogens zu suchen. Oder als er eine Woche lang jeden Tag sein Dinosaurierkostüm anhatte. Oh, oder sein abgebrochener Zahn. Sieht aus, als müsste ich mir keine Sorgen machen, denn meine Schwestern sind sowas wie die Lincoln-Bibliothek hoch 10. Ich bin sicher, egal was in meinem Leben auch los war, sie erinnern mich schon dran. Wisst ihr noch, als er den Schrank raufkletterte, um Kekse zu kriegen? Also das hätte ich lieber vergessen. Perfekter Anfang für die neue Lincoln-Bibliothek. Jetzt mit Cloud-Backup. Wer hat meinen Lippenstift aufgebraucht? Meine Herren, hier sind die Abzüge von euren Schulfotos für das Jahrbuch. Und hier der Zeitplan, wann ich die Clubgruppenfotos mache. Und wer zu spät kommt, Pech gehabt. Hast du auch das Gefühl, dass Coach Bukowski keinen Bock auf das Jahrbuch hat? Wie kommst du darauf? Ich hab keinen Bock! Ah. Halt, Clyde! Wieso steht unser Geisterjägerclub hier nicht drauf? Ich dachte, du hättest ihn angemeldet. Ich dachte, du machst das. Jetzt sind wir auf keinem der Gruppenfotos drauf. Jetzt ergeht's euch wohl wie Marty Malek. Wem? Ganz genau. Er war auch auf keinem Gruppenfoto drauf. Alles, was er hatte, war sein blödes kleines Einzelfoto und die guckt sich keiner an. Deshalb ist er auch der vergessene Mann von der Royal Woods Grundschule. Ah, Lincoln, man darf uns nicht vergessen. Hey, warte, wenn er vergessen ist, woher kennst du ihn dann? Er wohnt in unserem Stall. Nein! Clyde, wir dürfen nicht enden wie Marty Malek. Ja, ich will nicht in Liams Stall wohnen. Die Hühner da sind echt fies. Alles okay bei dir? Coach Bukowski hat mein Leben ruiniert. Sein Foto von mir ist der reinste Horror. Wenn dieser Schandfleck ins Jahrbuch kommt, wird jeder es sehen. Und wenn jeder es sieht, wird meine Konkurrenz mich vernichten. Und dann ist meine Schönheitswettbewerbskarriere gelaufen. Also denkt an meine Worte. Das Problem schaffe ich aus der Welt. Hast du gesehen, Clyde? Wir müssen das mehr wie Lola angehen. Nein, Clyde, wir müssen das Problem auch aus der Welt schaffen. Ah, mein Lieblingssport ist das Free Climbing. Es ist großartig, um in Form zu kommen und ein echter Action-Kick. Los, auf geht's! Lin laut, yeah! Kommt schon, Leute, legt einen Zahn zu! Sind wir schon in Form? Mein Lieblingssport, um fit zu bleiben, ist Schlammcatchen. Warte, was? K.O. 2 Punkte. Jetzt du, Dad. Ich denke, wir sollten es langsamer angehen.
Die alte Kunst des Tai Chis ist vielleicht eine Art des Trainings, die euch mehr liegt. Und diese Figur nennt sich Beruhige das Wasser des Herzens. Wow, ich bin echt voll drin. Liebling, fühlst du es auch? Wow. Mann, was bin ich zentriert? Ich bin eins mit dem Universum. Ich bin Habe so... Habe ich erwähnt, dass Tai Chi absolute Ruhe erfordert? Denkt an die Atmung. Knie schön beugen und benutzt vor allem euren Trizeps. Oh ja, die Muskeln brennen schon. Rita laut, treibt endlich Sport und die Pfunde purzeln fort. Wie viel Applaus bekommt Rita wohl? 1, 2, 3. Bereit für die Luna-Übung, Leute? Macht's einfach nach. 1, 2, 3, 4. Ja! Nicht übel, Dad, aber nächstes Mal nimmst du besser deine Gitarre. Dann meinte Whitney, ich glaube, Strähnchen passen dir nicht. Und ich so, ach, ich habe schon Zitronensaft gekauft. Und sie dann so... Ich verstehe nicht, wie du laufen und dabei so viel reden kannst, Schatz. Da ist der Eismann! Dad, nein! Ich regle das um! K.O. 2 Punkte! Sagt Hallo zum Internet. Ich liebe es, nichts zu tun und die Zeit zu vertrödeln. Oh, überall dieser Löwenzahn. Lass mich dein Löwe sein, du steiler Zahn. Der war gut. Wer ist das? Die sehen so, so perfekt aus. Ja, das stimmt. Ihre weißen Zähne blenden mich. Sie haben wohl das alte Crowley-Haus gekauft. Da haben wir wohl eine neue Familie in der Straße. Lass uns morgen Unkraut jäten und erstmal die neuen Nachbarn bei uns willkommen heißen. Aber erstmal mache ich mich sauber. Moment! So gut wie neu. Hi, wir sind eure Nachbarn. Ich bin Rita Laut und das ist mein Ehemann Lynn. Nett, Sie kennenzulernen. Bumper und Jane C. Yates. Ich habe ein Einweihungsgeschenk für euch. Eine Portion meiner berühmten Linsagne. Danke, wie nett. Leider essen wir keine Milchprodukte. Das macht unsere Kinder träge. Wir geben sie den Bedürftigen. Oh, kommen Sie doch rein. Och, wir werden euch nicht lange stören. Ihr habt bestimmt eine Menge auszupacken. Oder auch nicht. Wow, wie habt ihr das so schnell geschafft? Wir schieben Sachen nicht lange auf. Das vermittelt den Kindern einen schlechten Eindruck. Oh, wo wir gerade von Ihnen reden. Hey, Mom und Dad, kann ich das Auto haben? Ich muss zur Bücherei und dann zum Programmierkurs. Natürlich, Beatrix. Aber iss vorher deinen Proteinsnack und denk danach an deinen Snack mit Kohlenhydraten. Ich hab den ersten Platz beim Mathe Cup geholt. Großartig, Bumper Junior. Stell das in den Trophäenraum. Ich habe ein Praktikum bei der UN. Das ist fantastisch, Belle. Und ich kann endlich die komplizierte Stelle in Bachs Partita in D-Moll. Sehr gut, aber Vorsicht bei den Übergängen. Leute, bringt ihr mich heute Abend zu meiner Vernissage? Natürlich, Bo. Gomavoyo. Ihr besucht gerade einen Sprachkurs für Koreanisch. Wow, eure Kinder sind echt beeindruckend. Ja, sind sie in irgendwas nicht gut? Nun, wir wollen für sie eine Rundum-Ausbildung. Da draußen gibt es so viel Konkurrenz. Wenn wir sie nicht ermutigen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, lassen wir sie im Stich. Das sehen sie bestimmt genauso. Also, die sind nett. Oh ja. Wir lassen unsere Kinder im Stich. Wo fahren wir denn hin? Ich hatte nach der Schule eine Verabredung am Schlammloch. Euer Vater und ich haben euch heute für ein paar Zusatzkurse angemeldet. Es gibt so viel Konkurrenz in der Welt. Ihr sollt eine Rundum-Ausbildung bekommen, damit ihr fit seid. Damit wir fit sind? Ha, wir sollen mehr trainieren? Super! Nein, Lynn, wir bringen euch zum Lernzentrum. Du bist sehr sportlich, Schatz, aber um dein volles Potenzial auszuschöpfen, solltest du mehr Zeit mit Mathematik verbringen. Ich bin gut in Mathe. Ein Touchdown plus Extrapunkt ergibt 7. Aber mit einer Conversion wären es 8. Boom! Mathe! Das hat ein Nachspiel! Ein Töpferstudio? Ihr habt euch verfahren. Nein, Liebling, hier steigst du aus. Denn für eine Rundum-Ausbildung brauchst du neben den Wissenschaften auch die Kunst. Ja, super Idee! Ich war kurz davor, ein Heilmittel für die Schweinegrippe zu entdecken. Aber hey, dann mache ich stattdessen eben einen Kaffeebecher!
Royal Woods Community College? Seid ihr jetzt irre geworden? Luna, wir mögen deinen Sprachstil, aber damit du im Leben weiterkommst, solltest du deinen Wortschatz aufpolieren. Voll daneben, Mann! Lori und Lenny, ihr macht einen Vorbereitungskurs für eure Abschlussprüfung. So kommt ihr am besten in ein gutes College. Wieso nimmt man nicht einfach die Eingangstür? Lenny buchen wir lieber eine Doppelstunde. We don't need no education! Schatz, man kann nicht immer nur Witze machen. Um den Ernst des Lebens kennenzulernen, solltest du ein Praktikum im Büro des Bürgermeisters machen. Wer nennt sein Kind denn heute noch Ernst? Kapiert? Ernsthaft jetzt, ich will das nicht tun. Basketball? Wir lieben es, dass du so unabhängig bist, Schatz. Aber in der Welt da draußen musst du auch in einem Team arbeiten können. Mit Menschen? Boah. Freiwillige Arbeit in einer Suppenküche macht sich gut in deinem Lebenslauf. Wisst ihr, was ich nicht gut machen würde? Ich mit einem Haarnetz! Auf der Mädchenschule bringen sie dir gute Manieren bei. Hey, ich hab ja wohl verflucht gute Manieren! Wo komme ich hin? Polizeiakademie? Militärschule? Nein, du bleibst zu Hause und liest Comics. Ich wusste, ich bin euer Liebling. Die Senatoren? Rechtsprechung in Aktion? Ja, das sind pädagogisch wertvolle Comics. So erweiterst du deinen Horizont. Also, nicht euer Liebling. Ich bin stolz auf uns. Ich auch. Unsere Kinder bekommen eine Rundum-Ausbildung und werden erfolgreiche Erwachsene. Genau wie ihre Eltern, ha? Huh? Wollen wir das Video gucken, wo alte Leute aus ihren Booten fallen? Wollen wir? Ein neuer Tag, ein neuer pädagogischer Comic. Du musst nicht den ganzen Tag damit verbringen, Saucieren herzustellen. Wenigstens darfst du reden, wie du willst, Alte. Ich meine, Milady. Oh. Kinder, wo wollt ihr hin? Es ist Samstag, habt Spaß. Yeah! Luann, das ist kein Duckface. Oh, Lenny, ich war nicht bereit. Sag Hallo zum Internet. Hallo, Louds! Hallo, Nachbarn! Unterwegs zu einem fröhlichen Familienausflug? Ja, ganz genau. Eine ehrenamtliche Arbeit für die Stadt. Bäume anpflanzen. So verwandeln wir tatenlose Zeit in rundum wertvolle Zeit. Na, Dschungelboja! Und was ist mit Es ist Samstag? Fremden Müll aufzusammeln macht keinen Spaß. Eines Tages werdet ihr uns dafür danken. Aber wahrscheinlich noch nicht heute. Ich hab Schlamm in meinem Mund. Du Glückliche. Test 1, Superstärke. Okay, Clyde. Und los geht's. Jetzt, wo du widerstehst, testen wir gleich mal dein Supertempo. Auf die Plätze. Fertig. Lauf wie der Wind. Ich rase. Ich fliege. Weg da, Lamente. Was war das denn jetzt? Du hast gerade gezeigt, dass du nicht so schnell bist wie ein Junge aus dem Labor. Ah, sprechen wir mal mit Lenny. Ich erinnere mich total. Wir warteten hier schon alle auf dich. Und dann trug dich ein großer Adler rein. Tja, ich gehe jetzt shoppen. Ein Adler? Das gibt's doch wohl nicht. Vielleicht meinte sie Marder. Und das wäre besser? Ein Moment mal. Weißt du noch? Na klar, Eric, der Adlerjunge. Er war halb Adler und halb Junge. Das erklärt auch die weißen Haare. Aber Eric hatte all diese, naja, Adlersachen drauf. Praxistest! Clyde an Tower, wir sind jetzt startbereit. 1, 2, 3. Flieg, Adlerjunge, flieg wie... Ein Stein. Da ist er, ich sehe ihn. Clyde, mein Schatz, tu es nicht. Kletter einfach wieder runter. Oh, Howie, er muss ganz starr sein vor Angst. Das hat er von mir. Wir klettern da jetzt drauf und holen ihn. Nein, nein, du bleibst schön hier, sonst passiert dir noch was. Nein, ich muss da rauf. Clyde ist mein bester Freund. Und ich stehe hier nicht rum, während er... Sprich es bitte nicht aus. Okay, wir gehen alle. Aber wirklich vorsichtig. Ob das Ding sicher ist? Klar, ganz bestimmt. Sonst wäre hier doch ein Warnschild. Du bist gerettet, Clyde. Und jetzt wird alles wieder gut. Hier ist ja nur ein altes Schild. Ah, wo ist mein Baby? Ah! Mein Baby könnte irgendwo verletzt in der Schlucht liegen. Wir müssen hier jetzt sofort runter und ihn suchen.
Wir sitzen fest, fest, fest. Puh, kalt. Dad? Lincoln? Hallo? Lincoln, komm! Clyde, alles okay? Wo bist du? Bist du die Schanze runter? Kleiner, hast du dir was gebrochen? Kannst du deine Zehen bewegen? Ganz ruhig, halt den Kopf still. Mir geht's bestens. Ich bin gar nicht gesprungen. Ach nein? Ganz sicher nicht. Und ich weiß jetzt auch, dass ihr recht hattet. Das Teil ist echt gefährlich, also bin ich wieder nach Hause. Oh, was für ein Glück. Das hast du gut gemacht, Junge. Und wo steckt ihr? Ist eine irre Geschichte. Ich bin hier unten, Leute. Clyde, hast du den Ranger angerufen? Ja, aber da ging nur die Mailbox ran. Was? Harold, den nächsten Urlaub machen wir in Chicago, nicht in der Wildnis. Keine Sorge, wir brauchen den Ranger nicht, denn ich hole euch da runter. Nein, auf keinen Fall. Geht zurück und ruft die Feuerwehr oder die Polizei oder Oma Gail. Aber du kommst hier nicht raus. Okay, komm rauf, aber sei vorsichtig. Ich sag es euch jetzt zum allerletzten Mal. Keine Sorge. Ich kann nicht hinsehen. Clyde, was ist denn mit deiner krassen Höhenangst? Ich versuche gerade nicht dran zu denken. Gut, ich hab nichts gesagt. Schon okay, ich muss mich nur konzentrieren. Wenn du diesen Baum darauf klettern willst, denk an deine Harzallergiespätzchen. Ich habe vorgesorgt und meine Tabletten genommen. Ach, nein, das ist zu viel. Jetzt muss ich weggucken. Ich sowieso. Das färbt langsam ab, Leute. Oh, das war wirklich sehr tapfer, Junge, auch wenn ich um Jahre gealtert bin. Aber noch sind wir nicht unten. Rauf auf den Schlitten. Jetzt aber los, Beeilung. Es gibt nur einen Weg runter. Ihr müsst mir jetzt vertrauen. Aufsteigen. Gut festhalten. Und wie wir das tun. Jetzt, wo es vorbei ist, muss ich dir was beichten. Ich mag deine Bouillabaisse nicht. Und ich gehe nie ins Fitnessstudio, sondern in den Donutladen. Fallschirm! Ah, sehr clever, Clyde. Die Idee habe ich von euch. Also, wir müssen uns bei dir entschuldigen. Du kannst sehr wohl auf dich selbst aufpassen. Ja, aber nur dank euch. Ihr habt mir gezeigt, wie es geht. Wir versprechen dir auch, dass wir von jetzt an nicht mehr so übervorsichtig sind, Spätzchen. Danke. Ich bin froh, Dads wie euch zu haben. Ich lasse sie mal ein bisschen in Ruhe. Komm her, Lincoln. Kommt, auf geht's in die Hütte für diesmal richtig heißen Kakao. Wirklich? Naja, Zimmertemperatur. Also, was hast du über meine Bouillabaisse gesagt? Hab ich vergessen. Aber ich frage mich, wieso wir immer noch die Beiträge fürs Fitnessstudio bezahlen. Touché. Na toll, das Mistding ist hinüber. Hauptsache, wir sind nicht bei Tante Ruth. Apropos, rufen wir doch mal den Rest der Familie an. Oh ja, ihr Leiden wird mich ganz sicher aufmuntern. Hi, Dad. Hey, Schätzchen. Und, wie läuft's so bei Tante Ruth? OMG, voll genial. Wir lieben das Haus am See. Was für ein Haus? Ja, Tante Ruth wollte uns nicht bei sich haben. Wir stressen ihre Katzen. Seit wann hat Tante Ruth denn ein Haus am See? Sie hat es angemietet, hat 4 Zimmer, 2 Bäder, 4 Sonnen, einen Bootssteg und Klimaanlage. Das ist ja großartig. Da kommt ein Fax. Mach's gut. Das darf doch nicht wahr sein. Und wir sitzen hier in einer Sauna fest und das auch noch ohne Pudding? Lasst uns einfach ins Bett gehen. Immerhin kann's nicht mehr schlimmer werden. Das glaube ich jetzt nicht. Entschuldigt, das war das rote Betesteak. Die sitzen hier vielleicht fest. Aber wie ich ja vorhin schon sagte, so läuft das nicht mit Lincoln laut. Oh, Mann, stinkt das. Hey, Lisa. Also das glaubst du mir nicht. Hier ist ein Mann, der ist 118 Jahre alt. Ein über 100-Jähriger? So einen wollte ich schon immer mal erforschen. Ach wirklich? Ich könnte mit dir tauschen, wenn du möchtest. Leg noch Blutplasma von dir drauf und der Deal steht. Du fährst zum Haus am See? Unfair! Hey, ärgert euch doch nicht über mich. Ändert ihr stattdessen lieber was an eurer Situation. Oh, zum Beispiel dir eine zu klatschen. Ganz ruhig, Lynn. Lincoln hat vielleicht recht. Ja, ganz ehrlich jetzt, Lenny. Seymours Enkel ist echt total
sie. Ja, Lana, der Poolmann sagte, so eine krasse Verstopfung hat er noch nie gesehen. Lucy, weißt du noch die Hellseherin aus dem Fernsehen? Die Frau wohnt hier. Luann, hör gut zu. Der Fernseher im Gemeinschaftsraum ist kaputt und die Oldies hier lechzen nach ein paar Witzen. Ehrlich, Rita, die Lebensgeschichten, die hier versammelt sind, die sind eine echte Goldmine für eine begabte Autorin wie dich. Hab dich lieb. Ich tausche, wenn du dein Glätteisen drauflegst. Okay, aber du fährst mich 5-mal zur Müllhalde und zwar auch am Sonntag. Meine Fledermäuse kriegen deinen Schrank. Nur wenn du all meine Clownsperücken durchbürstest. Okay, aber dann musst du zu den nächsten 20 Elternabenden gehen. Lolas eingeschlossen. Abgemacht! Ah, oh, das ist ohne Witz das Paradies hier. Ja, voll! Ich würde sagen, wir feiern das mit einer Runde Football. Und los, Starspielerin Lynn Loud, leg deinen Touchdown hin! Ah! Hey, Lynn, alles okay? Der Punkt zählt trotzdem. Ja, nichts passiert. Der Wand aber schon. Da! Ah. Termiten? In diesem Haus auch? Ich würde sagen, das sind dieselben. Ich erkenne diese Disco-Kugel. Lana muss sie mitgeschleppt haben, um sie vorm Kammerjäger zu retten. Und wo sollen wir jetzt hinziehen? So ein Mist. Tja, ist nicht so der Brüller hier bei Tante Ruth, aber die anderen sind bestimmt auch nicht so viel besser dran. Rufen wir sie an. Ihr Leiden wird mich ganz sicher aufmuntern. Hi, Dad. Hi, Kleines. Wie läuft's denn so bei euch? Habt ihr es schön warm? Klar doch, das Boot ist echt cool. Das Boot? Oh ja, die Klimaanlage war nicht zu reparieren, also wurden wir auf ein Kreuzfahrtschiff verfrachtet. Oh, super. Der Limbo-Wettbewerb fängt an. Hey, Mrs. Fishman, wir hatten doch gesagt, Sie sollen sich ausruhen, bis die Babys kommen. Also entspannen Sie sich mal in Ihrem neuen Seetangbett. Oh, fast vergessen, das Schild muss erneuert werden. Wir ändern es auf Fishmans Teich. Bewohnerzahl. Halt, wie viel Nachwuchs erwarten Sie? Ach, wir zählen einfach 100 dazu. Das wären dann 102. Royal Woods ist ein toller Ort für große Familien. Ihr werdet hier sehr, sehr glücklich sein. Hey, sind Sie noch ganz dicht, Mann? Zieh Leine! Das Land gehört jetzt dem Senfparadies. Hier kommt eine Filiale hin. Und ich soll heute noch diesen Teich auffüllen. Aber das geht nicht. Hier wohnen die Fishmans. Wenn's denen nicht passt, sollen sie einen Anwalt anrufen. Sie können nicht telefonieren. Ach komm schon, Kleine. Wen jucken schon ein paar Fische? Gib sie doch in ein Aquarium. Dann müsste ich ja auch ihre Eier umsiedeln. Und die könnten sterben. Was soll ich dazu sagen? Es schwimmen noch viele andere Fische im Meer. Los, raus! Halt, Kumpel. Ihr Schnürsenkel ist offen. Hä? Oh ja. Hops. Schraubenzieher. Rüber, drunter, rum und durch. Das schaffen Echse, Frosch und Lurch. Oh, du heilige Planierraupenschaufel. Darum kümmere ich mich morgen. Gut gemacht, Hops. Das verschafft uns Zeit, einen Plan zu schmieden. Hops, du hast eine Dieselfahne. Lana, schmutzige Schuhe. Und Hose, T-Shirt und Mütze. Kann mich nicht umziehen. Ich habe einen Notfall hier. Die Fishmans werden aus ihrem Heim geworfen. Haben Sie schon einen Anwalt angerufen? Sie sind Fische und sie leben im Teich vom Tall Timbers Park. Doch jetzt wollen ein paar Trottel ihn zupflastern und... Einen Parkplatz bauen? Nein, eine Filiale vom Senfparadies. Aber das Senfparadies wird ganz sicher auch einen Parkplatz kriegen. Da kann ich doch nicht tatenlos zusehen. Lynn? Ich glaube, wir haben es hier mit einer kleinen Aktivistin zu tun. Vielleicht können wir dir ja helfen. Deine Mom und ich waren früher sehr engagiert und haben uns für vieles eingesetzt. Gleiche Bezahlung für Frauen, CO2-Ausstoßreduzierung. Puka-Muschelketten bei der Arbeit tragen zu dürfen, du weißt schon, die großen Themen eben. Toll, was soll ich also tun? Am besten wäre es wohl, eine Petition aufzusetzen. Okay, cool. Und was ist das? Nun, du gehst von Tür zu Tür und sammelst Unterschriften. Du brauchst außerdem Telefonnummern, Adressen und E-Mails. Du brauchst die Unterschriften der Hälfte aller Einwohner. Das wären ungefähr so 10.000. 10.000? Gibt's diese Zahl überhaupt? Okay, gut.
Und dann wird der Bau gestoppt? Nein, erstmal gibt's eine öffentliche Anhörung. Und bei der Anhörung muss die Stimme Junge, 10.000 Unterschriften? Das wird echt ein langer Tag. Hops, lass uns vorher noch mal pinkeln. Weißt du, Hobbs, vielleicht gibt's ja auch einen leichteren Weg, die Fishmans zu retten. Ja, wir sollten trotzdem pinkeln gehen. Schnell rein, Lana. Es geht gerade um deinen Teich. Catherine Mulligan meldet sich live vom Tall Timbers Park. Ich stehe hier mit einem Bauarbeiter, der behauptet, er hätte ein Sumpfmonster gesehen. Ganz recht, Catherine. Es war an die 6 Meter groß, 1000 Pfund schwer und hatte Pfoten wie Bananenstauden. Sehen Sie selbst. Es ist volle Kanne auf mich losgegangen. Und dann sind Sie laut schreiend weggerannt. Von wem wissen Sie das denn? Etwa vom Monster? Aha, aha. Ich höre gerade, das Senfparadies hat sich aufgrund der Ereignisse entschlossen, seine neue Filiale woanders zu bauen. Ja! Nochmal Glück gehabt, Lana. Auch wenn es nicht nötig war, sind wir sehr stolz, dass du eine Petition dagegen starten wolltest. Eine was bitte? Ach so, richtig, die Petition. Ja, ich war so kurz vor den 10.000 Unterschriften. 10.000? Gibt es die Zahl überhaupt? Scheinbar schon. Also ich bin nur froh, dass das Sumpfmonster aus unserem Bad raus ist. Ja, großartig, Schatz. Tja, Hobbs, die Fishmans werden sich ganz sicher freuen, mich zu sehen. Ich will ja nicht angeben, aber ich hab hier zu Hause... Hier, ist denn Monster, das Monster, Monster! Kauft Sumpfmonster-T-Shirts. 1 für $4, 3 für $15. Was ist denn hier los? Catherine Mulligan meldet sich live vom Tall Timbers Park. Scheinbar hat das sogenannte Sumpfmonster dieses einst ruhige Fleckchen in ein Zentrum medialer Aufmerksamkeit verwandelt. Oh, Sie reden mit mir. Ja, tue ich. Und jetzt geh da weg. Wir brauchen Platz für unser Sendezelt. Seien Sie vorsichtig! Hier drin sind empfindliche Fischeier, die brauchen Ruhe! Wie lange wird dieser Medienzirkus denn dauern? Bis das Sumpfmonster seine Sachen packt und verschwindet. Catherine Mulligan hält Sie hier auf dem Laufenden, und zwar rund um die Uhr. Ich bin Catherine Mulligan. Packen und verschwinden, sagen Sie? Also gut, ich erschrecke diese Leute hier ja nur sehr ungern, aber wir tun es für die Fischmans. Also ich habe Schinken und Käse. Hast du das Baguette? Ich wusste nicht, was das ist, also habe ich Brot mitgebracht. Hört zu, Team. Catherine Mulligan hat Neuigkeiten für euch. Catherine, wir wissen, wie du heißt. Das Sumpfmonster wurde bei dem Bach da hinten gesichtet. Und Catherine Mulligan sagt euch, nichts wie hinter. Lori, alles okay? Oh, ja, alles bestens. Oh, ich mach schon. Konzentrier dich, du schaffst das. Babypuder. Mehr. Angst, werde klein, entspann dich und loch ein. Angst, werde klein, entspann dich und loch ein. Angst, werde klein, entspann dich und loch ein. Es will nicht mehr funktionieren. Atme. Gut, gut. 2, 3, 4 Atmung. Es funktioniert nicht. Halt, war das 7, 8, 9?
Das wird schon werden. Ist nur Lampenfieber. Du schaffst das schon, Lori! Schlag ein, du schaffst das, ja! Ja! Ach, jetzt komm schon, Lori. Halb so wild. Wir hatten zumindest einen schönen Spaziergang. Schätzchen, was ist denn los? Wenn ich das hier nicht schaffe, ist meine Zukunft im Eimer. Und so wie es aussieht, schaffe ich es auch nicht. Wow, wow, wow. Sei doch nicht so streng zu dir, Schätzchen. Hör zu, so ist das nicht im Leben. Man kriegt eine Menge Chancen. Ja, und wenn du nicht nach Fairway kommst, wird sich was anderes ergeben. Du bist ein toller Mensch und wirst ein ganz tolles Leben haben. Glaubt ihr das wirklich? Ah, danke, Leute. Lincoln? Mein neuner Eisen. Ich habe ein Turnier zu beenden. Hör mal, ich glaube, ein Pitching Wedge wäre besser für das Loch. Hey, du wirst langsam gut. Eine reife Leistung, Schatz. Danke, Mom. Schade, dass Coach Niblick schon weg ist. Aber ihr hattet recht. Halb so wild. Auch wenn ich nicht nach Fairway gehe. Wer sagt denn, dass du nicht nach Fairway gehst? Coach Niblick. Ich dachte, sie wären gefahren, weil ich so schlecht war. Das wollte ich auch, aber du hast meine Windschutzscheibe zerstört. Ich bin froh, dass ich geblieben bin. Lori, du bist eine tolle Golferin, die nicht aufgibt, genau wie George Washington. Ich biete dir offiziell einen Platz im Golfteam von Fairway an. Das heißt, sie nimmt ihn an. Und Mr. und Mrs. Loud, ihnen biete ich offiziell an, meine kaputte Scheibe zu bezahlen. Oh. Hey, da hat sie das also her. Hey, Margo! Warte mal kurz! Bleib stehen! Margo, ich weiß, ich bin zu ehrgeizig. Könnt ihr mal aufhören? Ich versuche mich hier zu entschuldigen. Gut, Mädels. Nur noch eine Minute. Spielt den Ball zu Lynn. Hey, jetzt vergessen wir mal nicht Margo. Das ist ein Teamsport. Margo, dein Ball! Was soll denn das? Er gehört dir, Margo. Wieso? Du hattest doch freie Schussbahn. Hör zu, du hattest recht. Als du so gefeiert wurdest, hätte ich mich für dich freuen sollen. So wie du das immer für mich tust. Tut mir leid. Dankeschön. Ich nehme die Entschuldigung an. Hier, gewinn das Spiel für uns. Nein, ich will, dass du schießt. Nein, du sollst schießen. Nein, echt jetzt, du sollst schießen. Nein, du. Bitte mach schon. Paula! 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 Ja, jetzt steht keine von uns mehr im Rampenlicht. Ach, ist doch egal. Lass sie die Aufmerksamkeit genießen. Paula! Paula! Mit Wind im Rücken auf Reise geh! Ja, ich liebe Segeln! Und ich erst, ich mein, wer tut das nicht? Warte, ich helf dir! Wir müssen nur über diesen Teich segeln. Luna ist das Hauptsegel. Ja, das Hauptsegel. Gleich neben dem Mast. Dieser Stange. Klar, die Stange da. Tja, den Hinweis haben wir. Tut mir wirklich leid, Sam. Aber weißt du, Segeln ist eben nicht wirklich dein Ding. Wieso hast du es denn nicht gesagt? Ich wollte, dass wir was gemeinsam haben. Hast du es nicht gemerkt? Wir haben echt nichts gemeinsam. Ja, hab ich gemerkt.
Ist echt jammerschade. Ich dachte, wir wären perfekt füreinander. Ich auch. Und was denkst du? Sollen wir aufgeben? Bis hierhin sind wir ja gekommen. Dann können wir das Rennen doch auch noch beenden. Ich meine, als Freunde. Gut, Freunde. Tja, dann lese ich mal den letzten Hinweis vor. Noch eine Aufgabe müsst ihr begrüßen. Das Erlebnisrennen endet mit was Süßem. Da! Na los, Dad, zeig ihm, wer hier der Boss ist. Hervorragende Idee, Lin Junior. Nein, Dad, warum rate ich dir dringend ab? Berücksichtigt man das Gefälle, die Windstärke und den Zustand dieser Klapperkiste, fürchte ich, dass wir gleich in einem Graben landen werden. Mein Baby, was habe ich getan? Keine Sorge, ich mach das schon. Wow, gut gemacht, Süße. Wie hast du das geschafft? Ach, halb so wild. Der Zylinderblock war undicht, also habe ich den Abgaskrümmer einfach am Vergaser. Fragt mich, wenn es euch doch nicht interessiert. Halt! Okay, kann weitergehen. So ein Mist. Mir ist so heiß. Mach die Klimaanlage an, sonst ist meine Frisur gleich hin. Scheint nicht zu funktionieren. Dann ist sicher der Kühler undicht. Fahr rechts ran, ich seh mal nach. Auf keinen Fall, wir müssen bis 8 einchecken. Ach, können wir denn vielleicht ein Fenster öffnen? Tut mir leid, Schatz. Einmal geöffnet, kriegen wir die Fenster nie wieder zu. Wenn euch heiß ist, tut doch einfach so, als wärt ihr am Strand. In dem Kleid? Ach, nein! Will jemand fettarme Bohnenchips? Kotzwirk. Die sind köstlich und voller Ballaststoffe. Ja, offensichtlich. Das war der Sitz. Seht ihr? Jetzt macht er es gerade nicht. Ich ersticke hier. Haltet nur durch. Fenster bleiben zu. Jetzt habe ich's im Mund. Jetzt ist es besser. Geht's euch allen gut? Ging mir schon besser. Immerhin sind nach dem Crash die Fenster wieder zu. Dafür haben wir jetzt leider keine Tür mehr. Denn die hier kann ich leider nicht reparieren. Aber vielleicht habe ich eine Lösung. Nicht übel, aber für sowas muss man echt über Leichen gehen. Kapiert? Was? Hört doch weg, wenn ihr keine Witze mögt. Halt! Da! Wer will was essen? Suchen wir uns doch einen netten Picknickplatz. Oh nein, wir essen im Auto, sonst kommen wir zu spät. Kein Thema. Sandwiches kommen sofort. Achtung! Pass doch auf! Aua! Nicht so doll, Kumpel. Nein, daneben. Die Eiersalat-Sandwiches waren ganz köstlich, Schatz. Danke fürs Machen. Voll gern geschehen, Mom. Will hier hinten zu mir. Ups. Entschuldige. Ich kann auch nicht werfen. Schwach. Oh, Leute, fühlt ihr euch auch so schlecht? Mir ist nämlich richtig übel. Lenny, womit genau hast du diese Sandwiches denn belegt? Weiß ich gar nicht mehr. Ist schon Wochen her. Lenny? Was? Was hast du getan? Ich habe mich so auf den Urlaub gefreut und wollte vorbereitet sein. Oh, ich glaube, mir kommt's hoch. Da bist du nicht allein. Kommt's fest. Halt an, Dad. Keine Zeit, ich nehme eine Tüte. Schatz. Ja, ist ja gut. Los, ist ja gar nicht so frei. Lenny, du bist fürs Erste vom Verpflegungsdienst befreit. Ach, machen wir doch gleich ein für immer draus. Seht euch den rasenden Bauern an. Ist schon nicht mehr ganz so schnell, was? Das ist nicht sehr nett, Lin. Wir sollten ihm lieber helfen. Aber nur, wenn es weniger als 10 Minuten dauert. Brauchen Sie Hilfe mit dem Plattenkumpel? Oh, das wäre echt toll. Der Ersatzreifen liegt unter den ganzen Kisten hier. Kein Problem. Laut versammeln! Und
die letzte! Mit so einem Teil habe ich schon mal gearbeitet. 1920? 21. 12 Zylinder? 16. Krass. So, damit kommen Sie erstmal weiter, aber höchstens 50 fahren. Herzlichen Dank für eure Hilfe, Freunde. Ich würde mich ja gern erkenntlicher zeigen, aber wie wär's mit ein paar von meinen Kirschen für unterwegs? Die sind ja sowas von lecker. Kuhmist ist eben ein sehr guter Dünger. Ja, den schmeckt man auch sehr gut raus. Einen schönen Tag wünsche ich euch noch. Okay, Leute, weiter geht's. Los. Wo ist Wenzel? Ja, so viel zu unserem Urlaub. Okay, also ich habe gehört, dass Skateboarden ein angemessenes Hobby für Elfjährige ist. Ja, ich hab's drauf. Gut, jetzt du, Clyde. Jetzt geht's los. Ich habe auch gehört, dass Elfjährige gern angeln. Und zum Essen hat man danach auch etwas. Ich hab zwar Brote dabei, aber okay. Oh, da hat einer angebissen. Zieh ihn rein, ich hab Hunger. Tja, wenigstens haben wir ihn kurz gefangen. Ja, und wir haben ja noch unsere Brote. Okay, Clyde, eigentlich ist das hier eher was für 17-Jährige, aber früh übt sich, dachte ich mir. Hey, Lana, bringst du uns das Auto reparieren bei? Ach so, war ernst gemeint. Klar. Also, ich tune das Baby hier gerade. Wie ihr seht, ist der Zahnriemen ziemlich verschlissen. Das ist ein großes Problem, weil da nämlich auch die Wasserpumpe bald fällig ist. Wozu ist das gut? Nicht anfassen! Wieso nicht? Tja, und das hier ist Hühnermist. Und das hier vorne ist der Kuhmist. Und von da oben bin ich schon mal runtergefallen. Heftig. Hast du dir was gebrochen? Nee, bin in den Ziegenmist gefallen. Das ist die allerweichste Mistsorte. Hey Liam, darf ich hier meinen Luftbefeuchter anschließen? Natürlich. Und was ist mit meinem Luftentfeuchter? Also, dafür bräuchten wir dann allerdings extra Strom. Das hätten wir. Kann die Party dann jetzt beginnen? Ja! 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 Fangt sie ein, Jungs! Ja! Leute, hier kann man sich seine eigenen Sandwiches belegen. Ist das dein Video von der Poolparty? Ja, seht euch all das Essen an. Oh. Stell dir vor, Zack, auf der Poolparty kann man sich Tattoos kleben lassen. Oh, Mann. Nichts passiert, ich bin in Mist gelandet. 97, 98, 99. Schade, dass du nicht hier bist, Lincoln. Ich hab vor, heute Abend deinen Arschbombenrekord zu brechen. Seht euch das Sprungbrett an, das wird voll der Tsunami. Noch ein Video von der Party? Nein, meine Dads wollen nur wissen, ob ich schon mein Anti-Käfer-Spray benutzt hab. Aber das ist ein Video von der Party. Seht nur, was hier abgeht. Das gibt's doch wohl nicht. Eine Wasserrutsche? Und das verpassen wir jetzt alles. Vielleicht ist Liam ja einverstanden, wenn wir rübergehen. Nur ganz, ganz kurz. Hab ich euch! Mann, das ist der Knaller, oder? Besser geht's echt nicht mehr. Wer braucht schon eine Poolparty, wenn wir doch hier auf der Farm alles haben, was wir wollen, hä? Los geht's! Jetzt werden Klapperschlangen gefangen. Oh Mann, er lässt sich nie drauf ein. Stimmt. Aber was, wenn er es gar nicht mitkriegt? Wir warten, bis er einschläft und gehen dann einfach kurz zur Party rüber. Ja, wir müssen nur wieder hier sein, bevor Liam aufwacht. Also, ich weiß nicht. Vom Lügen kriege ich Bauchschmerzen. Dagegen habe ich keine Medizin dabei. Wir lügen doch nicht richtig, Clyde. Wir schonen nur Liams Gefühle.
Du sagst es ja. Und wenn ich dabei ganz zufällig meinen Arschbombenrekord verteidige, auch gut. Komm schon, Virgin! Wir haben Klapperschlangen gefangen, Frösche gesucht und 5 Traktorfahrten gemacht. Und Liam scheint immer noch nicht müde zu sein. Vielleicht ja nach dem Ringkampf mit dem Schwein. Sieht voll anstrengend aus. Hey, kann mir hier mal jemand helfen? Mann, puh. Jetzt bin ich aber echt alle. Ja, ich bin schon vom Zusehen müde. Du nicht auch, Clyde? Ja, so müde war ich in meinem ganzen Leben noch nicht. Ich könnte 3 Tage schlafen. Mein Bauch, aua. Wollen wir uns nicht ins Heu legen? Oh nein, 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 Jungs, das geht auf keinen Fall. Virginia braucht mindestens 15 Runden. Ich muss mich nur kurz stärken. Juhu, jetzt wird das Tanzbein geschwungen, altes Mädchen. Wir werden nie auf diese Party kommen. Ich weiß, wie wir ihn müde kriegen.